Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, hier ein kleines Spezial zur IAAPA 2015, der großen Fachmesse in Orlando. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wir haben Videomaterial von Coaster Force bekommen, Dankeschön dafür. Hier mal eine kleine Übersicht über so ein paar Sachen, die neu sind, ein paar neue Attraktionen, Konzepte, die entwickelt wurden, die vorgestellt wurden. Ich habe ein paar rausgepickt, es sind natürlich nicht alle, dafür ist viel zu viel präsentiert worden auf der Messe. Hier eine kleine Auswahl. Die Firma Triotech hat ein neues Dark Ride System angekündigt. Das Legoland hat auch direkt mal zugegriffen, bekommt drei Ausführungen von Ninjago. Einmal nach Dänemark, nach Billund, nach Kalifornien und nach Malaysia. Das Besondere ist ein Shooting Dark Ride mit Leinwänden. Und das Besondere ist halt das Schusssystem. Es funktioniert nämlich komplett berührungslos. Es gibt Sensoren vorne im Fahrzeug. Man muss einfach die Hand so in der Bewegung ungefähr da drüber streichen. Und so schießt man dann eigentlich. Also in der Demo sieht es auf jeden Fall ziemlich cool aus. Es ist halt mal was anderes, wird wahrscheinlich auf Dauer auch anstrengend. Es soll auch verdammt gut vom Ziel her funktionieren, hat man mir gesagt. Ich bin sehr gespannt, wenn das Teil nächstes Jahr, soll glaube ich 2016 dann schon stehen, kann ich es wahrscheinlich nächstes Jahr schon testen in Dänemark. Ich bin gespannt. Die Firma Maurer präsentiert ein neues Zugdesign. Es gibt ein kleines Ausstellungsstück, haben sie mitgebracht. Das ist die Hälfte von einem Wing Coaster. Man sitzt praktisch neben der Schiene. Es ist nur ein kleines Stück. Das Besondere daran, also es sieht erstmal total Sci-Fi-mäßig aus. Das Besondere ist, man kann aus dem Wing Coaster, das ist jetzt so eine Einzelchase, daraus kann man einen Zugverbund machen, indem man einfach mehrere Chasen zusammenpackt. Man kann die Chasen aber auch auf die Schiene packen und dadurch einen Motorbike-Coaster konstruieren. Und da kann man dementsprechend auch mehrere Teile hintereinander packen und man hat einen Wagenverbund. Das Ganze ist insofern cool, man hat nur einen Gurt, es gibt keine Bügel, keinen Schulterbügel oder so. Dadurch ist man halt so weit eingeschränkt, man kann keine Überschläge machen, bis jetzt zumindest noch nicht. Maurer arbeitet daran. Man hat bis jetzt so weit geplant, dass man bei dem Einzelchasen zumindest nur normalen Lifte hat. Und wenn man da einen Zugverbund draus macht, dann kann man auch einen Launchtrack bauen und auf 100 km/h beschleunigen zum Beispiel. Bis jetzt hat es noch kein Park gekauft, die haben es erst angekündigt, das war die Präsentation halt, die erste offizielle Vorführung. Klingt ziemlich cool, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, ich bin mal gespannt, ob sich da ein Park so ein Ding mal kauft, das würde ich echt gerne mal testen. Etwas Besonderes, etwas sehr Besonderes kommt von der Yotto Group. Die haben mit dem Bounty Roller Coaster 2 einen 3D-Simulator präsentiert. Eine Arcade-Maschine, würde ich mal behaupten. Könnte auch so nicht direkt in einem Freizeitpark stehen, sondern auch in Arcade-Hallen, in großen. Es sieht ziemlich abgefahren aus. Es ist ein Shooting-Ride, ne, mit 3D-Brillen. Man hat einen kleinen Joystick vor sich. Man hat Schulterbügel. Und das komplette Ding überschlägt sich. Sieht mega krass aus. Die italienische Firma Zamperla präsentiert mehrere Flat Rides, darunter auch Windstars. Das ist so ein kleiner Ride. Man hat praktisch einen Hebel, man sitzt in so einem Fluggleiter drin und mit diesem Hebel kann man das, kann man den Drachen halt hoch und runter lenken und dementsprechend halt hoch und runter fliegen. Hauptankündigung von Zamperla war aber der Factory Coaster. Das ist ein neues Indoor-Coaster-Konzept. Es hat viele Standardelemente, die man so schon kennt, die schon vorkommen. Aber Zamperla möchte hiermit ganz viele besondere Elemente kombinieren. Es soll einen Launchtrack geben, diverse Weichen, Kippschienen, normalen Lift dazu, ein Freefall-Element. Also Zamperla kombiniert einfach mal so alles in einen Coaster. Ich bin gespannt, wer sich so ein Ding das erste Mal kauft. Also es klingt mega cool, keine Frage. Mal sehen, welcher Park sich das als erstes gönnt.
Es gibt neue Infos zum Polar Coaster in Orlando. Der Skyplex, der große Turm, wo dann halt die Achterbahn dran ist, ein Freefall Tower reinkommt, hat ein neues Animationsvideo spendiert bekommen. Die Firma Intamin ist mit an Bord. Das Ganze ist noch immer nur geplant, also getan hat sich da glaube ich noch nicht so viel. Neu ist jetzt, dass der Lift ist ein Vertikallift mit LSM-Modulen. Sprich, man wird einfach schön, gemütlich, senkrecht nach oben beschleunigt. Finde ich cool, definitiv. Ich bin mal gespannt, ob das Ding überhaupt entsteht, weil in Orlando gibt es wohl einige große Firmen, die gegen den Skyplex sind und Konkurrenz unterbinden wollen, glaube ich. Die Firma Mack hat auf Blue Fire eine neue Spinning Chase getestet. Sieht cool aus, definitiv, und ist beweist, man kann mit Spinning Chasen auch Inversion fahren, einen Launch fahren. Ich bin mal gespannt, was da dann in Zukunft kommen wird, weil, also ich zum Beispiel Walibi Holland, die kriegen ja eine neue Achterbahn von Mack. Da könnte ich mir zum Beispiel schon vorstellen, dass es ein Spinning Coaster wird. Das Coole ist, die Chasen haben sie auch für die neuen normalen Spinning Coaster genutzt. Da wurde zum Beispiel für Busch Gardens Tampa Cobra's Curse angekündigt mit einem Modell. Was heißt angekündigt? Die war ja schon angekündigt, aber ein Modell wurde präsentiert, das es erstmal alles komplett drumherum gezeigt hat. Sieht ziemlich cool aus, hat einen Vertikallift und einen Wagenverbund von zwei Chasen immer. Ich bin mal gespannt, wie sich die am Ende fahren werden. Ich meine, gut, Euromir ist jetzt schon was älter, aber ein Klassiker. KUKA Robotics war natürlich auch wieder auf der Messe und hatten ihren altbewährten Roboterarm dabei. Der konnte da gefahren werden, sieht natürlich immer ziemlich cool aus, die verbessern den ja auch immer wieder. Ja, was soll man großartig noch dazu sagen? Die Dinger sind halt cool, die hatten, gab es ja mal im Legoland mit dem Bionicle Power Builder zum Beispiel. Das System wird ja bei mehreren Rides auch benutzt, zum Beispiel bei, Achtung Spoiler, Harry Potter. Finde ich ziemlich geil, sieht cool aus, besonders wenn die immer weiterentwickeln, werden die auch immer extremer und ja, ziemlich geil. Absolutes Highlight der Messe, was ich von den Videos zumindest gesehen habe, war definitiv der Stand der Sally Corporation. Sally ist ja bekannt für Dark Rides, für Shooting Dark Rides, die immer super cool sind. Zum Beispiel haben sie ja den Justice League Dark Ride Battle for Metropolis gebaut, der ja schon in mehreren Six Flags Parks steht. Da haben sie auch Preise für bekommen. Und jetzt kommen sie mit einer richtig großen Marke. AMC, die Produzenten hinter The Walking Dead, sind auf die Sally Corporation zugegangen und haben gefragt, ob die nicht einfach mal ein Konzept machen wollen. Ein Dark Ride zu The Walking Dead. Und Sally hat es natürlich angenommen. Es ist noch kein Park bekannt, der sich das Ding da hinstellt, aber The Walking Dead Battle for Survival, ich glaube, das kann einfach nur gut werden. Sally hat es halt einfach drauf, das wird auch wie bei Justice League so eine Mischung aus Leinwänden und echten Animatronics. Und allein The Walking Dead als Marke zieht, glaube ich, schon genug und man kann es halt richtig geil gestalten, also es kann richtig, richtig fett werden. Dazu hatten sie noch ein anderes Konzept, was keine bekannte Marke hat, sondern was komplett eigenentwickelt ist, ist Vulcanicus. Das ist so ein Vulkan-Dark Ride, halt auch mit Animatronics und Leinwänden, so eine schöne Mischung halt, mit sehr vielen ziemlich fiesen Kreaturen. Ich bin mal gespannt, ob es sich das irgendein Park mal holt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Die Firma Extreme Engineering präsentiert mit dem Cloud Coaster eine Art Achterbahn-Zipline. Man hängt unter der Schiene an einem Seil, das ist wie halt bei einer Zipline. Man hat ein Schienensystem, Rundkurs mit Lift, mit Bremsen, also da ist echt viel möglich. Und erklärt hat man auf der Messe, dass man damit halt auch verschiedene Liegepositionen machen kann. Man kann halt praktisch so Superman imitieren. Und das Coolste ist, was man erzählt hat, dass es halt möglich ist, auf hohen Gebäuden, auf Türmen, also als Beispiel jetzt zum Beispiel beim Stratosphere Tower in Las Vegas könnte ich mir das vorstellen, man kann dann einfach über den Rand des Gebäudes und wieder zurück fliegen. Und das ist, also ich stelle es mir mega abgefahren vor, wenn man einfach nur an diesem Teil hängt, mal kurz vom Gebäude weg,
eine Helix oder so oder eine Kurve fährt und dann wieder ins Gebäude rein. Mega geile Idee, finde ich cool. Ich bin mal gespannt, wann da die ersten Sachen stehen. Man hat halt auch echt viel geplant und man ist halt äußerst flexibel damit, was man alles machen kann mit dem Teil. RMC, Rocky Mountain Construction, hat zwei neue Schienensysteme präsentiert. Einmal T-Rex und einmal Raptor. Dabei handelt es sich um Single Rail Tracks, also einfach nur eine einzige Schiene, wie man es so von einer Monorail kennt. Da gibt es dann halt diese zwei Formen, Raptor und T-Rex. Raptor ist eine kleinere Variante. Da hat RMC geplant, auch fertige Modelle wie so ein SLC oder sowas zu entwickeln, die man dann halt an mehrere Parks ausliefern kann. Und die T-Rex, der ist wesentlich wuchtiger und größer, ist halt für Custom-Anlagen, für große Anlagen mit hohen Geschwindigkeiten und einer guten Höhe und ja, sieht mega abgefahren aus. Ob schön, ob beschissen, sei mal dahingestellt, das muss jeder für sich wissen, entscheiden. Die ersten Videos mit Layouts davon waren RMC-typisch total abgefahren, mega cool. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das durchsetzen kann. Ich glaube, die Jungs wollen sich halt immer wieder selbst an Verrücktheit übertreffen, anders kann ich mir sowas eigentlich nicht erklären. Wallaby Rhonalp. Auf jeden Fall, der Wallaby Park in Frankreich bekommt ja von der Gravity Group eine neue Holzachterbahn. Die trägt den Namen Timber und hat jetzt auch das Zugdesign bekommen. Es wurde zumindest auf der Expo enthüllt. Der Zug sieht mega cool aus, definitiv. Ist halt so im Holzfäller-Look, im Sägewerk-Look. In der Mitte ist auch sogar ein Sägeblatt an der Front, das sich bewegen kann. Mega cool. Also ich finde generell in letzter Zeit übertreffen sich sehr viele mit den Zugdesigns. Die werden richtig, richtig gut. Ja, das war's auch schon mit unserem kleinen Überblick über die Neuigkeiten aus der Freizeitpark- und Achterbahnszene. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Infos bekommen, die ihr so noch nicht wusstet. Bis zum nächsten Mal.